Team 17, Unicube. Ah, im Moment ziehe ich mal hier kurz was rüber. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Roof Let's Play Kanal von mir, Craig Reaper, und zwar Sheltered. Es gibt nicht viel zu sagen, weil ich selbst noch nicht viel gespielt habe, weiß ich nicht viel. Ich habe aber schon mal ein bisschen was gesehen. Apokalypse, hier unten seht ihr halt den Eingang zu so einem Schutzbunker, in dem wir chillen oder leben dürfen. Kannst du so sagen, guck mal hier, wir können es mal, hier zeige ich euch mal fix die Mitwirkenden, ja, entwickelt von Unicube und Team 17 und Team 17 hat das Ganze dann gepublished, ja, hier. Guck mal hier, Animation hast du Andrew Morris, guter Mann. Kannst du sagen, was du willst. Vier Programmierer, fünf mit dem Hauptprogrammierer, ein Schreiber hat es auch gehabt, das ist, und hier Quality Assurance hast du ein paar mehr. So. Ich habe mir was ausgedacht. Ich glaube, das wird lustig. Also ich werde meinen Spaß haben und ich hoffe, die nun hier mit diesem Let's Play verewigten Personen und Beteiligten damit automatisch nehmen es mir nicht so übel und wenn ja, werde ich wohl damit leben müssen. So, pass auf. Hier, den habe ich schon mal ausprobiert. Deswegen nehmen wir natürlich hier neuen Spielstand. So. Familie anpassen. In Sheltered kümmerst du dich um eine Familie, die aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern besteht. Du kannst, bevor du anfängst, das Aussehen, die Merkmale und die Attribute des Familienmitglieds anpassen. Das werden wir auch gleich machen. Merkmale und Attribute bestimmen, wie ein Charakter sich benimmt. Ein Charakter mit hoher Stärke beispielsweise ist im Nahkampf besonders gefährlich. Wähle Hilfe im Fenster für die Charakteranpassung für detaillierte Beschreibungen von Merkmalen und Attributen. So. Ich habe mir natürlich überlegt, wenn du schon Charaktere machst. Wen könntest du machen? Und ich dachte mir so, als kleiner YouTuber kennt man ja ein paar andere. Und wir bilden die hier einfach mal nach. Und zwar fange ich erstmal an. Da kann er hier nicht mal die Jacke ausziehen, oder? Das ist Unterteil, Hautfarbe. Wir sind alle relativ weiß. Das klingt komisch, ist aber so. Haarfarbe, das ist eigentlich ganz gut. Kopftyp. Ah. Also der junge Mann, den ich mache, der wird irgendwann mal so aussehen, da bin ich mir sicher, aber momentan noch nicht. So, da waren schon die längeren Haare. Der ist geil. Hat er denn noch längere? Nee, hat er nicht. Also das heißt, ey, krieg diese Frisur, sonst bist du ihn zu einer Frau machen. Das wäre nicht so geil. Was könnte er denn tragen? Nee, der ist nicht so der Typ für eine Krawatte, Mann. Hier, Alter. Könnte er bestimmt auch tragen. Aber wir machen, guck mal, hier schick machen wir. Also hat er hier nicht mal ein paar. Das lassen wir. Mal sehen. Unterteilfarbe kriegen wir das auch noch dunkler. Das ist, glaube ich, schwarz. Oberteilfarbe. Tiefer Schlaf, Alter. Achso, Merkmale. Mal sehen. Proaktiv, geschickt, ob. Optimistisch, sparsam, hygienisch, kleiner Appetit, mutig. Ja, er ist doch relativ optimistisch, logisch, ausgewogen, brutal, wohlerzogen, gebildet, aber bestimmt auch sportlich, verstört. Nee, das kann ich nicht mehr. Kann ich ihn hier eigentlich auch einzeln ernennen? Schade, nee. Straßenkind, das ist, glaube ich, eher weniger logisch ausgewogen, brutal, wohlerzogen, gebildet, sportlich. Machen wir ihn mal sportlich. Ich wünschte, ich könnte hier das selbst auswählen. So, und wir nennen den guten jungen Mann hier. Pass auf. So, ja, halte ich, ne, halte ich doch für ähnlich. Doch, das ist voll ähnlich. So. Leider wird die Familie nur aus Männern bestehen, da ich keine Frau kenne. Ich weiß gar nicht, was der Typ so trägt. Machen wir jetzt mal hier wieder Hautfarbe, ein bisschen heller. So, pass auf, der kriegt hier, guck mal hier, ich weiß auch schon, der kriegt hier das. Fein ist echt, komm. Haarfarbe. Kopftyp, ach so. Ja, mit Glatze lässt sich stich machen, wo haben wir es? Der Bart ist ein bisschen. Ah! Das ist ganz gut. Schwarze Haare. Ich glaube, alle haben schwarze Haare, erstaunlicherweise. Körpertyp.
Typ sieht aus wie einer, der sich im Wald zeigt. Also weil es hier so nackt und dann einmal fix den Mantel aufmacht. Ach komm, hier, guck mal, den ziehen wir mal vernünftig an. Beine. Ah, ist bestimmt ein ordentlicher Mann hier. Den kenne ich privat nicht, aber ich gehe mal davon aus. Guck mal, hier ein paar Sneaks. Nee, das warte, jetzt möchte ich erstmal die Farben ändern. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass es etwas anders wäre, das System. Ah, der Mann trägt bestimmt helle Farben. Oder so. Pass auf, wir machen mal hier, damit er sich ein bisschen vom Hintergrund abhebt. Ja, und dann machen wir irgendwo ein klassisches Jeansblau oder so. Ja, das ist am jeansigsten irgendwie. Merkmale. Ja, ich ihn persönlich nicht so gut kenne. Gucken wir mal. Sparsam, hygienisch, kleiner Appetit, mutig. Geschickt, optimistisch, sparsam. Wir machen den guten Mann einfach mal sparsam. So, pass auf. Aufpassen. Ein Straßenkind. Logisch, ausgewogen. Komm, wir brauchen, jeder braucht einen ausgewogenen Charakter. Ich meine, sonst funktioniert die Familie nicht. So, den Mann. Ja, das ist der gute Chroniken der Spiele. Den Namen kann ich, glaube ich, aber nicht nehmen, weil das wahrscheinlich zu lang wird. Also nennen wir ihn einfach nur Chroniken. So. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Einen Moment. Der Internet, den Freund und Helfer. So, ich gucke mal kurz nach. Einen Moment, einen Moment. So. Ach, Kacke. Einen Moment hier. Gucke ich mal kurz nach. Ah, da. Jo. Oh, entschuldigt. So, das ist Chroniken der Spiele. Hier einfach nur Chroniken genannt. Alter, was zum Teufel geht da ab? So. Geschlecht. Wie erwarten männlich. Alter. Ich muss erstmal hier. Guck mal, erstmal mache ich hier den. So, dann mache ich erstmal hier Haare. Der gute junge Mann sieht aus wie Chroniken als ein junger Bursche. Guck mal, der kriegt hier die Haare. Brillen kann ich anscheinend nicht verpassen, sonst würden übrigens auch alle eine Brille tragen. Was ich auch sehr lustig fand. Körpertyp. Ja, guck mal, hier, der kriegt eine Chick Sportliches oder so. Ja, Mann. Ja, Mann, da kann man doch mal machen, oder was? So, pass auf, ja. Damit man ihn auch sieht. Ja, ist ja pixeliert. Soll nicht schaden. Sparsam, hygienisch, kleiner Appetit, mutig. Guck mal, der ist Saubermann. Der ist so ein richtiger Saubermann. Und den, was war das hier? Hochbegabt? Ah, hyperaktiv, Error. Ja, ich weiß, wer das kriegt. Wachsam, altklug. Oh, oder altklug, Alter. Geil. Also der nächste Charakter, den wir hier nachmachen, der wird es in sich haben. Ausgeglichen. Ungestüm, eloquent, hochbegabt. Guck mal, der junge Mann, der hat ein paar YouTube-Geschichten geschrieben, also Geschichten über YouTuber irgendwie. Auch Allgemeingeschichten geschrieben und das ist der gute Rose. Fungus, Fungus, das kannst du. Wenn du Rose Englisch aussprichst, müsstest du auch Fungus Englisch aussprechen. Es sei denn, das ist Lateinisch. Dann nicht. Logischerweise. So. Da haben wir den guten nicht nennen, der war Rose Fungus, was sich einfach spricht, haben wir auch. Und jetzt, last but not least, ja, das ist Kehlen, ja, sieht auch aus wie so ein Kehlen, entschuldigt. Das ist der wichtige Charakter hier, ja, der Klebstoff der Gesellschaft, so möchte ich ihn nennen. Ohne ihn, Alter, was sind das für Hautfarben? Ah, ja, der hat eine ungesunde Hautfarbe. So, pass auf, Fahrertyp. Ach, guck mal, eigentlich möchte ich ja ihm hier diesen Zuhälter-Schopf hier, weißt du, so ein bisschen Fukuhila geben. Ja, haben wir nicht ein bisschen was anderes? Alter, hier so einen kleinen Hut, so ein Stirnband. Kinder können in diesem Spiel übrigens kein Bart haben. Alter, entweder das oder die Emo-Tolle. Alter, der kriegt voll die Emo-Tolle. So, auch schwarz. Grau, machen wir schwarz. Körpertyp. Ja, ihr Ghetto-Gangster, aber vom Feinsten, wer den Mann einmal gesehen hat, weiß, was für ein Gangster der ist. Alter, das erste Mal, als wir uns trafen, wollte er mir auch mein Portemonnaie abnehmen, habe ich ihm eiskalt ins Gesicht getreten. So, Oberteilfarbe.
Ja, Unterteilfarbe. Ja, guck mal, der hat hier, eigentlich müsste er so rumlaufen, da er echt wenig Geschmack hat, ne? Aber hier, komm, machen wir mal so. So, pass auf. Der Mann, dieser Mann kriegt das Attribut tiefer Schlaf aus sehr gutem Grund. Wenn der Mann einmal schläft, dann kriegst du ihn nicht wach. Ja? Wenn er das sieht, wird er wissen, wen ich meine. Und das schon vorher. Er darf jetzt auch überlegen, ob ich ihm hyperaktiv gebe, Error oder altkluge. Ich finde alles ziemlich gut. Intelligenz, Charisma, Wahrnehmung, Geschick. Eigentlich braucht er was, wo er keine Wahrnehmung hat. Jeder, der diesen Mann kennt, weiß, der hat keine Wahrnehmung. Hyperaktiv. Guck mal, da hat er Wahrnehmung 2. Stärke. Intelligenz. Intelligenz. Er ist ja nicht unbedingt dumm. Er ist ja nicht un dumm, aber er ist auch nicht so wahrnehmungsdingsorientiert. Weißt du, ausgeglichen ist er auf jeden Fall nicht. Ungestüm, ich glaube nicht eloquent. Ja, guck mal, der kriegt eloquent. Und der Name dieses Helden ist Sock Madness. Ich guck mal, ob Madness hinterpasst. Das passt. Chroniken an der Stelle eine Entschuldigung, falls du es nicht so cool findest, dass alle ihren Namen haben, außer du kriegst nur Chroniken. Weil wenn ich jedes Mal Chroniken spiele, er soll irgendwas machen, sage, ist das anstrengend. Weiter. Schneider, guck mal, das ist Familie Schneider. So, die brauchen jetzt so einen richtig asozialen Namen. Das muss ja auch irgendwie passen. Guck mal, hier hast du Psycho Chu, hier hast du Chroniken, da hast du hier den kleinen Sock Madness, ja, und hier hast du Rose Fungus, Familienname. Ja, sie heißt auf jeden Fall nicht Schneider. Ich nenne sie einfach die Dirty Geister. Was, Alter, es passt nur Dirty Geister hin? Familie Dirty Geister, Alter? Familie Dirty Geist. Guck mal, damit kann ich leben. Haustier, die Schlange hält Ratten fern, oder brauchen wir nicht. Majestätisch und wunderschön. Mit dem Pferd lässt sich das Ödland schneller bereisen. Ja, das ist ein Hund, eine Katze oder die. Was ist das, Alter, ein Fisch? Dieser treue Goldfisch lässt dich unter einer Unterwasserwelt des Friedens und der Ruhe auftauchen, verringert den Stress aller Familienmitglieder stark. Muss alle 7 Tage gereinigt werden, benötigt Wasser und täglich gefüttert. Alter, der stirbt uns weg. Benötigt 3 Portionen Nahrung pro Tag. Vergiss nicht, einen Stall zu bauen. Alter, das Pferd ist ganz schnell bester Freund. Passive Wirkung. Muss jeden Tag gefüttert werden. Muss jeden zweiten Tag gefüttert werden. Eigentlich wäre so eine Katze. Guck mal, das ist hier. Auch wenn er andersfarbig ist, ist das hier der. Hoppla, der gute Nix. Und der, was macht sie eigentlich? Jäger tötet Ratten mit Leichtigkeit, verringert den Stress aller Familienmitglieder. Alles klar, hier habt ihr Familie, Dirty Geist mit dem Haustier der kleinen Katze Dexter. Hier habt ihr Psycho Chu, Chroniken, Sock Madness und Rose Fungus. Und wir gehen auch weiter. Möchtest du das Tutorial spielen? Ja, das möchte ich spielen, denn ich habe keine Ahnung. Es wird schön, sage ich euch, es wird schön. Ich kann jetzt Leute mobben. So, ich pack mal den Zettel weg. Also ich könnte mal was trinken im Moment. Alter, ganz ehrlich, da wartet man schon wieder auf Sock Madness und das ist so wahr, dass es so wahr, dass es gar nicht mehr lustig ist. So. Sieh dich im Schutzraum um, indem du mit der Maus den Cursor zum Bildschirmrand OK bewegst oder mit den Pfeiltasten bewegst. Also es geht auch WASD in dem Fall. Mit der linken Strange-Taste kannst du rein oder raus zoomen. So, Strange, okay. Markiere einen Gegenstand und drücke auf die rechte Maustaste, um damit zu interagieren. Der Schutzraum wird von einem Benzingenerator gesteuert. So, wir gucken mal, hier haben wir ihn. Linke Maus, rechte. Kraftstoff hinzufügen. Psycho Chu, der Mann für alles in diesem Haushalt, kümmern sich erstmal drum. Achso, und da unterfüge dem Generator halt Kraftstoff. So, guck mal hier, Psycho Chu weiß, wie es geht. Der Mann ist vom Fach. Befehle werden vom derzeit ausgewählten Familienmitglied ausgeführt, das oben links im Bildschirm angezeigt wird. Der Generator muss am Laufen gehalten werden, um lebenswichtige Systeme mit Strom zu versorgen. Wähle Chroniken für diese Aufgabe aus. Guck mal, Chroniken, hier ist dein Einsatz. Guck mal hier. Zack.
Repariere Gegenstände häufig, um sie in Stand zu halten. Markiere einen Gegenstand und drücke auf die rechte Maustaste, um damit zu interagieren. So, hier haben wir das und dann hier, guck mal, kannst du reparieren. Schaffst du, ne? Vielleicht ist der Mann ja auch vom Fach. Das weiß ich nicht. Also, guck mal, hier macht das da fachmännisch. Dieses Symbol erscheint über allen Gegenständen, die eine Reparatur nötig haben. In dem Fall nichts. Guck mal, hier ist Katzenfutter, hier haben wir, ne,